Ja, ich weiß, jeder hat sein eigenes Lasagne-Rezept und ist auch stolz drauf. Das hier ist nur eine Variante, meine Variante, und diese Variante ist eine von vielen Varianten. Für mich ist es wichtig, dass eine Lasagne viele Schichten hat. Das Verhältnis der Soßen muss stimmen und der Käse muss richtig gewählt sein. Zieht es euch rein, es ist echt geil geworden. Wie bei jedem guten Rezept starte ich mit dem Schneiden von Gemüse. Zuerst kümmere ich mich um die Karotten, dann schneide und hacke ich eine rote Zwiebel klein. Je kleiner das Gemüse ist, desto homogener wird die Soße anschließen. Zu guter Letzt teile ich zwei Stangen Sellerie in jeweils vier Teile und schneide diese in kleine Stückchen. Alter, warum kann ich nicht einfach in einer normalen Küche kochen? Ich richte mir meine Pfanne her und das smooth. Ich heize ein paar Spritzer Öl darin auf. Wie in den meisten Bolognese-Soßen kommt auch in meine Speck. Diesen brate ich als erstes in dem Öl an. Einfach so lange, bis die Würfel eine geile Farbe bekommen. Dann schmeiße ich die Zwiebeln, die Möhren und den Sellerie dazu. Sie feiern gemeinsam eine heiße Party. Als nächstes füge ich dem Ganzen noch ein bisschen Hirnwasser hinzu. Ich lasse das Rinderfrischierte direkt aus der Verpackung in den Topf plumpsen und ziehe ihm dann erst die Folie vom Rücken ab. Jetzt rühre ich die Knetmasse ein bisschen um und füge dem besten Freund des Fleisches hinzu, getrockneten Thymian. Noch etwas Salz und Pfeffer, bevor ich das Ganze mit einem Wiener Bürgermeister ablösche. In eine richtig geile Soße gehört auch eine richtig geile italienische Polper. Die Dose fülle ich zur Hälfte nochmal mit Wasser auf und schütte es hinein. Ich habe ja nichts zu verschenken. Umrühren, aufkochen lassen und einen Bund Basilikum hineinlegen. Um ein rustikales Feeling aufkommen zu lassen, greife ich zu einem alten, verschmierten Topf. In den kommt jetzt ein bisschen Butter, ein bisschen Mehl, bisschen umrühren und fertig ist mein Kartoffelpüree. Ich lösche das Ganze unter ständigem Rühren mit einem Liter Milch ab. Dann würze ich mit Salz, Pfeffer und einer frischen geriebenen Muskatnuss. Parmesan darf in einer Lasagne nicht fehlen, den reibe ich schon in die Bechamelsoße. Ich rühre weiter, bis sie anfängt dick zu werden und dann entferne ich sie vom Herd. Inzwischen ist die Bolognese-Soße so heiß geworden, dass man sich sehr leicht verbrennen kann. Also entferne ich die Basilikumblätter. Ich entferne die Basilikumblätter. Schicht ist Pflicht, Millennium A. Ich habe wieder zur Kastenform gegriffen, weil sie höher als meine anderen Formen ist. Wie jeder weiß, geht es bei einer Lasagne darum, möglichst viele Schichten zu haben. Auf dem Boden gebe ich einen Löffel Bolognese. Dann lege ich einen Stöpsel unter die Form, damit ihr es besser sehen könnt. Dieses Mal nehme ich nur Spinat-Lasagne-Blätter, weil es ja eine Original-Lasagne werden soll. Die Blätter habe ich vorher mit heißem Wasser übergossen, damit es aussieht wie frische Pasta. Dann nochmal Bolognese. Nun gebe ich flächendeckend Bechamel und Parmesan darüber. Hier kann man übrigens die italienische Flagge sehen. Ich schichte so weiter und auch wie beim letzten Mal nur Bechamelsoße und Parmesan on top. Allerdings greife ich hier aber auch zu einem Büffelmozzarella, der das Ganze noch kalorienreicher macht. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ah, Hilfe, wo bringst du mich hin? Du kommst jetzt für eine gute halbe Stunde bei 200 Grad in den Ofen. Seht euch diese güldene Kruste an. Und nun zum härtesten Teil, das Warten. Damit ich die Lasagne richtig anrichten kann, muss sie mindestens 30 Minuten auskühlen. Währenddessen mache ich coole Shots. Jetzt könnt ihr mal ein bisschen sehen, wie ich arbeite. Nach 20 Minuten gebe ich allerdings auf und richte die Lasagne an. Logischerweise hat es nicht funktioniert, aber ich hatte einfach schon so Bock drauf. Gesättigt, nun ein neuer Versuch. Und auf einmal klappt es. Seht euch das an. Meine perfekte Lasagne. Einfach genial. Ich weiß, jeder arbeitet anders und es gibt viele Dinge, die man subjektiv anders hätte machen können. Meine vegane Lasagne 2.0 gibt es erst in ein paar Wochen, weil ich in den letzten Tagen so viel Lasagne gegessen habe, dass ich einfach nicht mehr kann. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Abo oder drop me one of these. Bis nächste Woche, euer Marcel.